Schönen guten Abend. Wir haben Freitagabend und ich habe 2,5 Wochen Urlaub. Das ist super schön. Das heißt, eine Woche werde ich mir auf jeden Fall für Let's Play nehmen. Da schaffen wir bestimmt noch ein komplettes Spiel durch nach diesem Let's Play. Mal sehen, vielleicht wird sogar der zweite Teil von Fallout. Wobei ich glaube nicht, dass ich auf Anhieb spiele, sondern da noch was Kleines dazwischen schiebe. Aber dann machen wir hier mal weiter. Ich habe mittlerweile tatsächlich meine Let's Plays angeguckt, meine letzten, um zu schauen, wer eigentlich meine Sniper geklaut hat. Ich habe fast die Vermutung, dass es der eine Typ da ist, der uns für Geld Informationen verkaufen wollte. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Aber auf jeden Fall soll ich mir jetzt überhaupt mit Waffen ausrüsten. Warum habe ich hier keine Rüstung an? Besonders, weil jetzt in Gebiet der Todeskrallen kommen. Da kann ich auch mal das Sturmgewehr austesten. Dann speichere ich auf jeden Fall. Da. Weil unser Ziel in dieser Folge ist auf jeden Fall, unsere Rüstung zu testen, beziehungsweise sogar verbessern zu lassen, wenn es denn funktioniert, wenn es denn geht. Und dann werden wir auf jeden Fall die Children oder Children noch besuchen gehen. Und ich habe jetzt mal spontan überlegt, vielleicht, wenn die neue Rüstung sehr gut ist, wird sich jetzt gleich bei den Todeskrallen rausstellen, werden wir vielleicht sogar versuchen, die Mama fertig zu machen. Oh, du wurdest ohne Schaden getroffen. Das fängt sehr gut an. So, dann machen wir hier gleich mal Dauerfeuer. 23 Trefferpunkte, gar nicht so schlecht. Na, ich stehe aber im Weg von meinem Kumpel. Das könnte wieder übel werden, wenn er drauf feuert. Auf jeden Fall muss ich mal zur Seite gehen. Okay, das war nur Glück, das erste Mal. Jetzt gehen meine Trefferpunkte runter wie nichts, aber teilweise werden wir ohne Schaden getroffen. Wir machen Folgendes. Wir gehen auf jeden Fall eins zur Seite. Und hoffentlich kann ich noch ins Inventar gehen. Ja, wir haben nur 8 Stimpacks. Okay, ich werde jetzt eh ein super Stimpack nehmen. So. Und wir steigen auch gleich auf. Das ist ja auch sehr schön. Das habe ich auch komplett vergessen. Ja, das wird nichts. Wir lassen die Mama schön in Ruhe, aber wir versuchen zumindest hier die Todeskrallen fertig zu machen. So. Ja, ich glaube, das wird dahingehend nicht, weil uns jetzt schon 2 Todeskrallen angreifen. Und Ion wahrscheinlich auch gleich hin ist. Und deswegen lade ich mal ganz spontan. Wir starten Versuch Nummer 2. Vielleicht sollte ich doch eher gezielt schießen. Und auf die Augen gehen. Aber jetzt haben wir ja auch freie Bahn. Aber eine möchte ich auf jeden Fall bekämpfen. Hier sind 2 zusammen, die will ich nicht bekriegen. Das ist hier sehr randommäßig. Manchmal sind hier 3 Todeskrallen, manchmal nur 2. Ich würde sogar sagen, ich verlasse das Gebiet und gehe da sofort wieder rein. Und zwar von dieser Seite aus, wo wir dann kontrollierter angreifen können. Und uns auch kontrollierter nur eine Todeskralle rauspicken. Können, was da oben nicht funktioniert, weil da meistens sofort angegriffen werden. So, entweder versteckt sich hier noch eine Todeskralle. Ach nee, das hier sind wieder 2 auf einen Haufen. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Beziehungsweise mit einer neuen Rüstung. Ja, komisch. Jetzt starren sie mal dort. Ansonsten ändern sie nur ihre Position, wenn ich vielleicht da oben das Gebiet wechsle. Vielleicht versuchen wir noch die andere Quest, aber ich glaube, ich stecke einfach zu viel Hoffnung in der Rüstung. Die ist zwar stärker, aber sie ist halt kein Allheilmittel. Ja, komisch, jetzt hocken die da oben auf einen Haufen. Ich kann versuchen, sie mal zu trennen. Vielleicht funktioniert. Ah, schnellen Angriffmodus, bevor der zuerst angreift.
So, erstmal herlocken. 1, 2, 3, 4. Wir könnten rein natürlich nochmal drauf schießen, aber ich verwende die Punkte eher, um hier abzuhauen. Nicht, dass die andere auf uns auch noch aufmerksam wird. Okay, zu spät. Wieso werden zwei auf uns immer aufmerksam? Mit zwei brauchen wir uns eigentlich auch gar nicht anzulegen. Ja, ich kann mal testen, wie viel Schaden wir machen, wenn wir mal direkt gezielt auf die Todeskralle schießen. Auf die Augen. 42 Trefferpunkte, das ist ordentlich. So. Vielleicht kriegen wir die eine. Und dann können wir uns auch um die andere kümmern. Nochmal Augen. Wieder kritisch, 44 Trefferpunkte, das ist ordentlich. Ja, man hält mit der Rüstung doch etwas mehr aus. Beziehungsweise treffen die uns teilweise nicht, aber wie man sieht, nicht immer so. Oh, und die will einfach nicht tot gehen. Ja. Ich glaube, das war's. Blöde ist, ich kann den Kampf nicht während des Kampfes nicht in Escape-Modus reingehen. Ja, wir können auch nochmal versuchen, ansonsten wäre das jetzt auch Blödsinn, was wir gerade machen, unsere Waffe zu verbessern. Wenn wir hier rein rüberkommen. Nicht unsere Waffe zu verbessern, sondern unsere Rüstung. Hat das hier immer zu zweit auf einen Haufen hocken, ist sehr, sehr seltsam. Normalerweise sind die immer verstreut und teilweise auch zu dritt. Deswegen kann ich mir keine einzelne rauspicken. Das ist blöd. Sobald ich eine angreife, greifen mich dann nämlich beide an. Dann gehe ich erstmal runter und wir schauen mal, ob wir meine Rüstung upgraden können. So. Beziehungsweise, ob der hier vielleicht die Pillen verkauft, die ich so dringend suche. Handeln. Handeln. Na, Stimpax ist cool. Wie viel? Für eins? 63 nur, da kaufe ich spontan alle. 636. Ja. So. Okay. Und der hier konnte Waffen, Rüstung verbessern. Ich sag immer Waffen verbessern. So, mit so einer Rüstung kann ich nichts anfangen. Das ist schon mal sehr schade. Ja, der hat ja auch nur Stimpacks. Auch sehr günstig, aber ich habe jetzt schon zu Genüge welche. Deswegen nicht. Oh, gibt's hier niemanden, der hier irgend was Schönes verkauft? Der verkauft gar nicht. Sehr schön. So, handeln. Wow, er. Das ist. Na, okay. Nee, ich will hier einfach nur raus, um einen guten Tag zu wünschen. Und ja, gute Reise und tschüss. Versuchen wir das jetzt hier nochmal? Komm, wir sind jetzt hier, dann versuchen wir das nochmal. Die ganzen Gegner zu erledigen. So, sehr schön, wenn meine Kumpels. Eventuell könnte ich es auch schaffen, indem ich sage. Mh.
Ich überlege gerade, ob ich den vielleicht so bestehlen soll und statt was zu klauen, ihn einfach mal eine Bombe in sein Inventar, eine scharfe Dynamitstange in sein Inventar abzulegen. Dann quatsche ich den hier an und dann lösen wir den Angriff aus. So, irgendwie hat das Level hier immer Probleme mit meinen Kumpels. Wo ist denn jetzt da Ian hin? Ian macht mich manchmal ganz schön fertig. Ich kletter jetzt hier nur runter, damit er wieder in meiner Nähe ist. Da ist er auf einmal aus nichts erschienen. So, dann speichern wir und dann versuchen wir hier nochmal kurz unser Glück. Vielleicht habe ich jetzt höhere, bessere Chancen mit dieser Rüstung. Ich glaube es nicht. Setz dich. Ich habe was, was du hören musst. Ja, und jetzt gleich im Angriff gehen. Und ihn hier erledigen. Ich bleib einfach so in der Tür stehen. Das Problem ist, Zimmermann geht so oder so drauf, weil der Dödel, der läuft ja raus. Wobei hier der Sturmgewehr macht mehr Schaden, dann sollte ich lieber damit fahren. Komm. Ah, nur 3 Trefferpunkte. Ja, irgendwie macht Rüstung nicht viel aus. So, Kopf. Das war ein kritischer Schaden. Komisch, dass die anderen nicht angewackelt kommen. Und nochmal Kopf und dann müsste er eigentlich hinüber sein. Und kann ich den Kampf jetzt sogar beenden? Nee. Ja, die stürmen jetzt wahrscheinlich raus. Und er auch. Erstmal gehe ich ins Inventar und heile mich. Wir haben genug Stimpacks. Jetzt passt das auch gerade. Dann mache ich gleich ein Maximum. Wobei, nee, wegen 4 Trefferpunkte mehr, das macht die Gans auch nicht fett. Wir stürmen diesmal vor, damit nicht Zimmermann hier in der Schussbahn gerät. Wobei das hier alles auch mehr ein Test ist, ob ich das überhaupt lohnt. Ob ich das hier überhaupt alleine schaffe. Nämlich ganz schön viele Gegner. Na gut, Zimmermann ist eh im Eimer. Was? Jan wurde für 26 Trefferpunkte getroffen und ist tot. Wer ist Jan? Ach so, Jan Zimmermann. Ich dödel. So, den treffen wir auch noch. Wenn wir Glück haben, gehen sie alle auf mich. Oh, der macht ganz schön viel Schaden. Im Sinne von, dass sie hier so einen langen Weg laufen müssen und ich sie hier an der Tür alle einzeln abfangen kann. Nur 7 Trefferpunkte. Schlagalarm, ich werde sie aufhalten. Der haut ganz schön rein. Ich werde wieder mal gezielt schießen, weil das dann doch mehr Schaden macht, vor allem wenn ich einen kritischen Treffer lande. Ja, wenn ich überhaupt treffe. Ich kann ja auch einfach mal zur Seite gehen, das wäre mal eine Variante. Regulator ist tot, das lese ich sehr gerne. Und ich habe Glück, sie gehen alle auf mich drauf. Das heißt, sie gehen ja an meine Kameraden vorbei und die beackern die so lange. Und hier an der Tür kann ich sie einzeln erledigen. Ich bin im Dauerfeuermodus. So, laden.
Besten wäre es natürlich gewesen, wenn ich die Tür blockiert hätte. Oh, und er geht auf, beziehungsweise sie geht auf meinen Kumpel drauf. Das ist blöd. Und ich muss jetzt leider mich heilen. So, und noch ein 77 von 78. Und dann nehme ich mal die Pistole. Die macht dann, glaube ich, mehr Schaden. Ach, der trifft gar nicht mehr. Der Chicho, oder wie er nochmal heißt. Ah, er muss schon ein Stimpack nehmen. Gutes Zeichen. Ja, ich mache mir Sorgen, dass Tichu gleich tot ist. So, gezielt. Er ist doch so gut wie hinüber. Und nochmal. Nee, kann ich nicht. Okay. Ah, Tichu ist tot. Und damit hat sich das erledigt. Oh Mann, das ist... Es ist schwer, das im Alleingang zu schaffen. Zu schwer, meiner Meinung. Okay, dann bekommen wir hier auch nicht unsere Erfahrungspunkte, die ich dringend haben möchte. Mensch, ich will wenigstens eine Stufe in dieser Folge aufsteigen. Das wird schon reichen. Ansonsten ist das wieder eine Folge, in der absolut gar nichts passiert. Wenn wir wenigstens eine Todeskralle hier rauspicken könnten, das wäre doch super. Oh, jetzt gerade ein kleiner Bug aktiv. Wir können nicht wechseln. Jetzt. Ja, die stehen wirklich, als ob mich das Spiel gerade sehr hassen tut. Ach, okay. Dann gehen wir halt so ein Schalten. Was soll's. So, er wird uns sicherlich auch nicht helfen, weil das ist ja alles verbuggt. Er weiß gar nicht davon, dass er uns helfen soll. Nichts, danke. Boah, ich mache jetzt auch Folgendes, weil ich möchte echt gerne wissen, wer meine Sniper hat und ob meine Theorie stimmt, dass der eine Typ sie geklaut hat. Das Problem ist nur, wenn er das wirklich gemacht hat, wird er sie wahrscheinlich schon längst verkauft haben. Aber bis zum Hub ist es gar nicht mal so weit. Da geht uns gar nicht mal so viel Zeit flöten. Hoffentlich kommen wir durch, ohne dass wir irgendwas treffen. Denn wenn ich feststelle, dass es doch nicht so ist, wie ich mir denke, würde ich sogar das Spiel laden. Weil jetzt gehen uns ganze 3 Tage verloren. Du hast doch bestimmt mein Sniper-GW. Hier gefällt's mir. Nein. Irgendwo in diesem Bereich wurde mein Sniper-Gewehr geklaut. Ich weiß auch nicht von wem. Da oben rennt ein Kind rum. Ja, wie gesagt, das selbst wenn, dann wird es nicht mehr haben. Oh, bleib mir fern, du. Oh, bleib doch mal stehen. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, wer meine Sniper geklaut hat. Vielleicht die Typen hier, glaube ich nicht. Nein, stehlen, du vielleicht, bleib mal stehen. Sehr, sehr seltsam. Ja gut, dann lade ich wieder den alten Stand, weil das hier hat einfach nur Zeit gekostet und mehr nichts. Das macht ja dann keinen Sinn. Boah, hier sind so viele Gegner, wie soll ich die alle alleine schaffen?
Das geht doch gar nicht. Wer ist denn hier eigentlich drinne gewesen? Niemand. Ich kann sie natürlich auch von außerhalb angreifen. Wäre auch eine Variante, damit ich sie mir einzeln rauspicken kann. Aber es wird mir auch nicht so viel bringen. Ach, das ist alles so blöd. Wir gehen jetzt zu den Schaltern. Aber davor mache ich auf jeden Fall noch einen Schnitt. Dann war das halt eine Folge, in der so ziemlich gar nichts passiert. So, einmal bitte abspeichern. Hier rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder.